live gelauncht wird. Ihr werdet eventuell sogar die App danach benutzen können. Man munkelt, mal schauen. Auf jeden Fall, Leute, was soll ich sagen? Ich meine, ich habe die letzte Stunde überlegt, wie soll ich Stefan ankündigen, was soll ich sagen? Ich bereite mich eigentlich auf sowas niemals vor, weil ich immer will, dass es aus dem Herzen oder vom Herzen kommt, und genauso werde ich es jetzt auch machen. Deswegen, jeder von euch kennt Stefan Kassing. Stefan Kassing ist einer der wichtigsten Bausteine bei dem, was wir machen. Stefan Kassing mit seinem System hat Tausenden von Menschen geholfen, mir selber in die Trading-Profitabilität geholfen und vielen anderen Leuten auf diesen Call. Wenn es für viele Menschen der Anfang war, für viele Menschen nicht nur der Anfang war, sondern auch ein Lebensgrundstein geworden ist, denn das SK-System inspiriert und hilft Tausenden von Menschen jeden Tag an den größten Finanzmärkten dieser Welt profitabel zu sein oder auf dem Weg dorthin, beziehungsweise ein System zu lernen, welches so detailliert und perfekt ist wie, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich stelle mir manchmal die Frage, wie hat Stefan das gemacht? Jetzt mal kein Spaß, ich verstehe das System, ich glaube sehr, 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 sehr gut, aber ich stelle mir trotzdem die Frage, wie kommt man auf sowas? Wie kann man sowas so krass perfektionieren? Wie kann man so vielen Menschen damit helfen? Und haut einfach mal kurz ein SK in den Chat, wenn du selber das SK-System nutzt, ob du es gerade lernst, ob du damit schon profitabel bist, ob du damit FTMO tradest, ob du damit Krypto tradest, ob du damit andere Dinge machst. Okay, ich selber habe unglaubliche Resultate mit dem SK-System. Durch das SK-System konnte ich mir sehr vieles in meinem Leben gönnen und erreichen und kaufen und machen und tun. Deswegen, ich bin so unglaublich dankbar dafür. Wir reden hier nicht über irgendeine Theorie, sondern wir leben hier über irgendwas, was Menschenleben verändert, was Menschen mehr Optionen gibt, was Menschen einfach mehr Möglichkeiten am Ende des Tages gibt in Form von Finanzen, in Form von einfach dieses perfekte System zu nutzen. Stefan ist aber nicht nur jemand, der ein unglaubliches System auf die Beine gestellt hat und der Baustein des iGenius-Systems ist, sondern er ist auch Head of Education. Ich persönlich durfte ihn schon von einer langen Zeit kennenlernen. Er ist nicht nur, wie gesagt, ein unglaublicher Trader, ein unglaublicher Erfinder des SK-Systems und mit seinem kompletten Team, welches ich auch hier erwähnen möchte, alle, die tagtäglich hier Zeit reinstecken, um das SK-System zu teachen, sei es die ganzen anderen Educator, die ganzen anderen Sprachen, alles, was rund ums SK-System ist, will ich einfach nochmal beglückwünschen, weil es unglaublich ist, was dieses Team rund um Stefan Kassing aufgebaut hat und natürlich wir oder ihr am Ende des Tages als Nutzer, denn ohne Nutzer würde das Ganze nicht funktionieren, deswegen jeder von euch kann selber stolz sein, dieses System lernen zu dürfen und dankbar dafür sein. Wie gesagt, Stefan Kassing ist the Head of Education von iGenius, aber nicht nur das, sondern so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er ein unglaublich geiler Familienvater, ein sehr, sehr, sehr krasser Mensch, jemand mit einem unglaublich großen Herz und jemand, wofür ich so dankbar bin persönlich, und ich glaube, jeder, der schon mal in Kontakt getreten ist mit Stefan Kassing persönlich, kann nur bezeugen und kann nur unterschreiben das, was ich jetzt sagen werde, und zwar, dass er einfach Positivität in den Raum bringt, dass er Menschen einfach hilft, die ganze Zeit 24/7 immer am Start ist, immer am Antworten ist, und das ist eine Sache, das geht darüber hinaus, eine Sache, die ich möchte, die er versteht, ist, er muss das nicht machen. Dieses System, er muss das nicht machen. Er muss diese App nicht rausbringen. Er muss diese Arbeit nicht reinstecken. Er muss kein Headquarter aufbauen, wo er Tausenden Euro reingesteckt hat, nur dass Menschen sich unter einem Dach treffen können, um dieses wundervolle System zu lernen, weiterzugeben. Aber natürlich auch, Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist unglaublich. Deswegen will ich, dass ihr eine unglaublich riesengroße SK-Welle mit S und K in den Chat reinballert, bevor Stefan Kassing höchstpersönlich euch jetzt seine App vorstellen wird, die unser Leben verändern wird. Wir als Networker, wir als Kunden, wir als Menschen, die mit dem SK-System interagieren, werden dadurch ein komplett neues Erlebnis auf dem höchsten technischen Niveau, welches da draußen geboten wird. Leute, unglaublich krass. Ich durfte selber schon durchklicken, selber die App benutzen. Ich meine, stellt euch einfach den Use Case vor. Stellt euch vor als Networker, okay? Stellt euch vor, ihr setzt euch an den Tisch mit einem Interessenten und ihr zeigt dieser Person diese App. Stellt euch vor, ihr seid Kunde und ihr wacht am Morgen auf und seid bereit, wieder das SK-System zu lernen. Ihr bekommt die Notification, dass die SK-Session gleich startet oder verschoben wurde oder neue Analysen in der App drin seid, wo ihr mit einem Klick draufklicken könnt in über 10 verschiedenen Sprachen. Ich meine, wie asozial ist es? Wie verdammt krank ist es? Wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Menschen Zeit am Ende des Tages dort reingelaufen ist, so eine App auf die Beine zu stellen, Leute. Ich glaube, davor sollte man allerhöchsten Respekt haben. Deswegen an der Stelle gebe ich an den Master selber weiter, Head of Education, einer der krassesten Menschen, den ich je kennengelernt habe. Ich bin stolz, sich meinen persönlichen Mentor im Trading zu nennen, aber auch ein sehr, 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 sehr guter Freund und für uns alle ein riesengroßer Freund und Mentor, Stefan Kassing. Bro, du hast Co-Host, let's go. Ich bin selber verdammt gespannt. Und Leute, lasst euch wegflashen. Junge, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ja richtig
aufgeregt. Ich liebe es einfach immer, wenn du vor mir redest und mich ankündigst. Einfach immer bester, 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 bester Mann. Vielen lieben Dank, Miki. Vielen lieben Dank für über 500 Leute, die jetzt hier am Start sind, sich um die Uhrzeit hier hinsetzen und mir die Aufmerksamkeit schenken und mir zuhören. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tag. Es könnte theoretisch auch ein historischer Tag sein, denn das, was wir so auf die Beine gestellt haben, ist so auf der Art und Weise nicht existent da draußen. Es ist etwas, wo wir seit über einem Jahr tatsächlicherweise das Team rund um SK Energie reingesteckt haben, Zeit reingesteckt haben, um das auf die Beine zu stellen, was ich aber direkt sagen will, nicht zu 100.000% perfekt ist. Es ist eine erste Version. Jeder, der sich mit Apps auskennt, weiß, irgendwann musst du die erste Version rausbringen und alles, was danach kommt, sind Verbesserungen, sind Improvements, sind Updates. Irgendwann, weißt du, wenn du immer wieder sagst, hey, das kannst du noch einmal, das kannst du noch einmal, das kannst du noch einmal, dann kommst du niemals dazu, das Ding zu releasen. Das heißt, irgendwann musst du es releasen. Heute ist der 1. September. Ihr wisst es, ich habe überall den 1. September angekündigt. Das ist eine Sache, die ich sehr, 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 sehr wichtig nehme, dass das, was ich ankündige, auch irgendwie einhalte. Ich will ganz vor allem am Anfang mich bedanken bei meinem Programmierer Niklas, der da in Finnland sitzt, als Deutscher, auch Kunde von iGenius, der seinen Doktor im App-Development macht und der da wirklich die letzten Tage gestört viel seine Zeit reingesteckt hat. Luca, der jetzt zuletzt, weil er für die Designs da ist, nicht so viel machen musste, aber zuvor gestört viel Zeit reingesetzt hat. Aichan, der viel für die Infrastruktur da war und insgesamt alle Leute, die mich da unterstützen, egal wo es ist. Ich versuche da immer irgendwas auf die Beine zu stellen, was das Ganze irgendwie verbessert, was euch am Ende des Tages es vereinfacht, das Ganze zu erlernen und vielleicht auch mehr Spaß bringt und auch vielleicht andere Ideen bringt, andere Möglichkeiten bringt. Und die App, der ein oder andere weiß es, hatte ich damals vor dem Steyr-Event angekündigt. Vielleicht kann sich da noch der ein oder andere daran erinnern. Und wir hatten sie ja dann rausgebracht. Das Problem war damals, Apple hat es nicht so mitgemacht, wie wir es wollten oder wie ich es wollte und hat das Ganze abgelehnt. Das hatte im Nachhinein die Begründung, dass es einfach eine zu informative App war, die nicht so interaktiv war, wie Apple das möchte. Das war im ersten Moment ein Arschkick, das sage ich dir, wie es ist, weil es einfach traurig war. Im zweiten Moment war es dann eben auch eine Motivation, wo ich gesagt habe, hey, du kannst die Challenge jetzt annehmen und kannst das einfach das Beste draus machen und kannst gucken, dass du eine App auf die Beine stellst, die irgendwie alles andere auseinanderreißt. Und auch zukünftig darauf alles aufgebaut wird. Das sind die zwei Wege, die du gehen kannst. Und ich bin immer der Typ, der sagt, hey, die Challenge nehme ich an, das lasse ich mir nicht entgegen und gucke, dass ich das Beste draus mache. Wir haben es geschafft. Apple hat zugestimmt. Android hat zugestimmt. Ich kann euch im Vorfeld schon beruhigen und kann sagen, es ist für beide Arten und Weisen draußen. Ihr werdet es zukünftig, jetzt gleich downloaden können. Bevor ihr das macht, bitte schenkt mir eure Aufmerksamkeit, gehört mir ganz genau zu und versucht so ein bisschen mitzufiebern, mitzuarbeiten, das Ganze auch genau zu verstehen. Die App als solches ist in grundsätzlich drei Grundpfeiler unterteilt. Sie ist in eine Art Live-TV oder TV-Bereich unterteilt, der für alle aktiven Kunden sehr interessant ist. Du bekommst Push-Up-Nachrichten in deiner Sprache. Die App allgemein gibt es in 10 verschiedenen Sprachen. Du kannst Push-Up-Nachrichten bekommen. Du wirst am Anfang die Möglichkeiten in deinem Profil eingeben können. Hey, bist du Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Polnisch, Lettisch, was auch immer es alles gibt, kannst du am Anfang einstellen und dann bekommst du auch nur aufgrund dessen deine Benachrichtigung in deiner Sprache. Egal, ob eine Session ausfällt, egal, ob eine Session verschoben wird, egal, was auch immer, bekommst du eine persönliche Nachricht. Wenn du das nicht willst, kannst du die Nachrichten ausstellen und kannst aber dann im aktualisierten Sessionplan, der Lifetime aktualisiert wird. Jeder, der bereits Kunde ist, weiß, du musst momentan kompliziert in Essentials-Kanal gehen und alle Educator müssten da jederzeit immer wieder reinschreiben, bla 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 blub 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 und es gehen viele Sachen unter. Hier hast du einen Sessionplan, einen Zeitplan, der Lifetime ist. Du musst da nichts anderes machen, als auf eine App zu klicken, auf den Zeitplan zu klicken und siehst ganz genau für deine Sprache, ganz genau, was du wie, wo sehen willst oder nicht sehen willst. Du kannst die App insgesamt auf deine Sprache reduzieren oder du kannst alle anderen Sprachen mitnehmen, wenn du das willst. Der zweite Teil ist ein Informationsteil. Das ist im Prinzip die aktuelle App. Du bekommst alle Informationen in allen Sprachen aufs SK-System, auf Investio, auf iGenius, auf die ganzen Tools, auf alles. Und der dritte Teil ist der Teil, der am aufwendigsten war. Und das ist auch der Teil, den es so da draußen bisher nicht gab. Das ist ein eigener Trading-Social-Media-Bereich, der im Prinzip so aufgebaut ist für die Kombination aus Facebook, Instagram und Twitter. Mit
Trading-Funktionen beziehungsweise Trading-Analyse-Funktionen und was Geiles im Hintergrund mit einem Level-System. Das heißt, je aktiver du bist, je mehr Punkte bekommst du, Reputationspunkte bekommst du, je mehr kannst du dich vergleichen mit anderen Leuten, je mehr kannst du auch filtern und kannst sagen, hey, ich will nur Analysen haben von Menschen, die ein gewisses Level haben. Ansonsten will ich die Leute, weil ich sage, ich bin an diesem Level, ich bin beispielsweise Level 5, ich will nur Analysen sehen von Leuten ab Level 5 und höher, mehr nicht. Du bekommst Challenges, Daily Challenges, wo du Punkte bekommst dafür, wenn du dich einloggst, Punkte dafür bekommst, wenn du 3 Analysen in einer Woche machst, als Beispiel. Du bekommst für alles Punkte, wenn du likest, wenn du kommentierst, wenn du Beiträge machst, bekommst du Punkte. Und du bekommst verschiedene Rankings mit verschiedenen Logos und zukünftig dann auch gesehen mit verschiedenen Funktionen. Aber all das will ich so ein bisschen genauer jetzt zeigen in dieser Präsentation. Vorab, Leute, ich will es nicht zu lange sagen, ich will mich nur noch ganz kurz bedanken bei allen Testern. Wir sind in der Beta-Testung. Das ist eine App-Beta-Testungsphase aktuell. Könnt ihr die nutzen komplett, aber wir hatten eine Testungsphase mit über 30 Leuten, die sich da tagtäglich den Arsch aufgerissen haben, um Fehler rauszusuchen, um Bugs zu finden, um Verbesserungspotenziale zu sagen, um allem drum und dran. Wenn ihr Bugs finden solltet, bitte, es gibt eine Kontaktfunktion. Nutzt diese Kontaktfunktion und teilt uns mit, wenn ihr einen Bug findet. Extrem wichtig. Wir werden jetzt regelgerecht jeden Tag, jede Stunde Updates rausbringen und alles noch verbessern und noch smoother darstellen. So, zweiter Teil ist die Präsentation. Dritter Teil, ich werde live mit meinem Handy in die App reingehen, werde den Bildschirm teilen und werde euch gewisse Dinge schon zeigen. Danach steht die App euch zum Download zur Verfügung. Ich will nur bitte, wir sind jetzt fast 600 Leute hier. 600 Leute. Wenn ich am Ende des Calls nicht mindestens 600 Downloads habe, 600 Rezensionen habe, 600 Bewertungen habe, dann bin ich sauer. Dann bin ich sauer und das hat extrem viel Geld gekostet. Es kostet immer extrem viel Geld. Also kann man das zumindest als einzige Gegenleistung doch erwarten. So, jetzt folgendes. Ich gehe rüber auf meinen Bildschirm. Kurz mal in die Runde oder Migi, sagen wir mal gerade bitte Bescheid, ob man das sieht. Sieht man das? Yes, Master, alles easy. Perfekt, okay. Vergiss den Ton nicht zu teilen, ja? Oh, lauter Nervos. Ah, Digga, ich muss nochmal neu teilen. Einen Moment. Ganz verstehen, wenn man so nervös ist. Leute, haut mal eine 1 rein für das, was bis jetzt gesagt wurde. Unglaublich krass, Mann, allein. Leute, wenn ihr wüsstet, wie viel das Ding gekostet hat, leckt mich am Arsch, Mann. So, okay, also, wir fangen an. Ich hoffe, es klappt so besser als beim letzten Mal zumindest. Und legen einfach mal los. Warte. Lass es mal erstmal ein bisschen laden unten. Okay, das war das Introduction-Video. Eigentlich wollte ich das nächste Video abspielen. Aber gucken wir mal, dass das alles funktioniert. So. Okay. So. Ja, jetzt kommt das nächste Video.
Emotion, Junge. Das ist sehr geil, 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 sehr geil. Puh. Okay. Kriege ich selber Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, ob ich selber Gänsehaut kriegen sollte, aber ich kriege auf jeden Fall selber Gänsehaut. So, gehen wir mal weiter. Also, die Präsentation ist wie folgt. Das ist der Startbildschirm. Das ist einfach, simpel. Du hast ein Logo, du hast eine Sequenz. Du siehst oben rechts Challenge, ein Pokal. Dieser Pokal zeigt dir die Challenges, die du machen kannst tagtäglich, um dafür Reputationspunkte zu bekommen. Du hast drei Bereiche, von denen ich am Anfang geredet habe, die siehst du hier untereinander aufgezählt. Der Social-Media-Bereich heißt Crow Time. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, wie ich diesen Bereich nennen will, aber die Gedanken dahinter ist nichts anderes, als dass wir wachsen sollen, dass wir mit der Zeit wachsen sollen, dass wir stärker werden sollen, dass wir uns verbessern sollen, dass wir uns entwickeln sollen und dass wir einfach zusammen an unseren Schwächen arbeiten, um zusammen unsere Ziele zu erreichen. Das ist die Idee und die Intention von Crow Time. Und das ist der Name und deswegen habe ich mich dafür entschieden und ich würde mir wünschen, wenn das genauso ankommt und genauso benutzt wird, wie ich das vor Augen habe. Gehen wir weiter. Oh, wieso? Okay. Lassen wir es nochmal gerade abspielen. Bla 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 bla. So, und jetzt nächste. So. Tut mir leid, ich bin nicht so prädestiniert für. Warte, wir machen es nochmal anders. Wir müssen hier nochmal zurück. Wir müssen nämlich hier hin. Dahin. So. Ich bin Rentner. Also nicht Rentner, also nicht wirklich Rentner, aber. So. Ja, das ist eine geile Sache, Leute. Ihr seht es, wir haben es geschafft, dass Learn Life in der App zur Verfügung steht. Sobald du ein aktives Mitglied da bist, du kannst in deinen Einstellungen deine aktive iGenius-ID hinterlassen und so die App überprüft es. Und wenn du aktiv bist, dann siehst du diesen Play-Button da, wo jetzt von Dini ausgewählt ist. Und dann siehst du diesen Play-Button und dann kannst du da draufdrücken. Diesen Play-Button hast du nur dann, wenn du aktives Mitglied bist. Dann switcht sich automatisch rechts rüber in den anderen Screen und du kannst in der App selber die Session direkt gucken. Das heißt, okay, heute ist Dienstag, sagst du, und es ist kurz vor 11 Uhr, Dini jetzt eine Session, du bist aktives Mitglied, bam, drückst du auf Play, bam, siehst du die Session. Boom, easy. Egal, wo du bist, wann du es machen willst oder was auch immer du für Komplikationen hast, du kannst es direkt hier sehen. Du musst dich nicht irgendwie irgendwo anmelden über Internet Explorer und dies und das. Du kannst es direkt in der App sehen. Jetzt geht's weiter. Wenn die App oder wenn eine Veränderung eintritt, wenn Dini die Session verschieben muss, wenn Dini die Session ausfallen lassen muss, wenn die Session an einem anderen Tag stattfinden muss, dann kann Dini in dem Plan das direkt ein- oder direkt bearbeiten und sobald er es bestätigt, bam, kommt Lifetime-mäßig die Push-Up-Nachricht raus und ihr seht direkt, hey, Dinis Session fällt aus oder Dinis Session verschiebt sich um 2 Stunden oder Dinis Session findet am nächsten Tag statt. Ihr müsst nichts anderes mehr machen, außer die App zu haben. Ihr bekommt Push-Up-Nachrichten. Ihr müsst keine Bilder mehr gucken. Ihr müsst in keine Extensions mehr gehen. Ihr müsst keinen Telegram-Gruppen beitreten. Ihr müsst nicht mehr nachfragen. Ihr geht in die App und wenn eine Veränderung durchgeführt worden ist und die ist bestätigt worden, in dem Fall von Dini, dann ist auch in diesem Zeitplan diese App direkt mit der Veränderung gespeichert. Das heißt, selbst wenn du die Push-Up-Nachricht verpasst, siehst du in dem Zeitplan lifetime-mäßig diese originale und passende Uhrzeit. Du siehst darunter auch noch, there are currently no changes, so ein kleines Infosymbol. Das heißt, wenn du keine Push-Up-Nachricht willst, dann bekommst du darunter eine kleine Nachricht von uns, wo steht, die Session findet 2 Stunden später statt. Oder die Session fällt aus. Oder irgendwas anderes. Das wird alles da drin stehen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich kann jetzt kein Polnisch, Lettisch, Italienisch, Spanisch, Englisch und Deutsch, sondern ich kann nur Deutsch, dann gehst du vorher hin, das zeige ich auch gleich, gehst du vorher hin und sagst, okay, ich will nur die deutschen Sessions angezeigt bekommen. Dann siehst du nur die deutschen Sessions und kannst dich rein allein darauf konzentrieren. Also egal, was du jetzt hier machst, du bekommst eine Push-Up-Nachricht auf Deutsch, wenn du Deutsch als App-Sprache ausgewählt hast. Du bekommst nur deutsche Push-Up-Nachrichten, du kannst nur deutsche Nachrichten sehen und kannst direkt, wenn du aktives Mitglied bist, über den Play-Button in den Live-Bereich reingehen und kannst die Session direkt reinziehen. Also einfacher, schneller, effektiver und effizienter geht es jetzt wirklich nicht mehr. Und das ist jetzt nicht übertrieben, sondern ich wüsste nicht, wie es einfacher gehen sollte.
Das ist, glaube ich, so vom Grunde erstmal das Wichtigste zu diesem Bereich. Sonst fehlte All Session, Länge, bla bla. Okay, haben wir gemacht. Gehen wir weiter. So. Muss ich jetzt nochmal Play drücken? Ah, kommt zurück. Das ist der Informationsbereich. Der Informationsbereich. Irgendwie werde ich nicht so ganz warm mit dem Zeug hier. Ach so, das war schon. Moment, ab aktuelle Folie, so. Der Informationsbereich ist im Prinzip die bereits existierende App, die wir da draußen haben. Das ist im Prinzip alles, was du brauchst, um nochmal zu sagen zu können, okay, hey, was ist der SQLizer? Was ist der Crypto-SQLizer? Was ist SK LiveShare? Was ist das Hedging-Tool? Was ist Richard Bro? Was ist, wo, in welcher Art und Weise finde ich wo welche Chatrooms? Wo finden welche die nächsten Events statt? Was sind die neuesten Uploads? Wo sind die neuesten Dokumente? Welche Dokumente aufgeteilt in den verschiedenen Sprachen? Aufgeteilt in den verschiedenen Skill-Levels, ob Anfänger, Fortgeschritten, Expert. Alles ist so aufgeteilt, dass du das für dich direkt finden kannst, dass du nachlesen kannst, okay, was ist denn nochmal der SQL? Also was steckt dahinter? Was ist denn nochmal SQL? Oder du bist davon überzeugt und sagst jemand anderem, hey, wie sieht's aus? Willst du das nicht auch mal probieren? Und der fragt dich, ja, was ist denn überhaupt der SQL? Also was ist denn überhaupt SK-System? Wer ist denn überhaupt Stefan Kassing? Dann gehst du hin, dann kann er überall draufklicken, er kriegt von jedem Educator die Information, er kriegt von jedem Tool die Information, er kann sich das System durchlesen, er kann alles ganz genau lesen, um sich die nötigen Informationen zu sammeln und ganz genau zu wissen, was, wo, wie am Start ist oder wie funktioniert. Also das ist eine reine Informationssäule, aber eine Säule, die sehr wichtig ist, gerade für dich, wenn du komplett neu bist oder wenn du vielleicht angesprochen wirst und das vielleicht jemandem zeigen willst, kannst du damit halt über diese Säule eigentlich den kompletten Mehrwert abdecken. Okay? Die ganzen Dokumente sind gesichert. Okay? Die ganzen Dokumente sind gesichert. Auch da kommst du nur dran, wenn du eine aktive iGenius-ID hinterlegt hast. Wieso findet man die App nicht? Weil die erst freigeschaltet wird, wenn ich gleich das Signal gebe. Hier sieht man es nochmal so ein bisschen zusammengefasst oder ein bisschen anders dargestellt, nochmal auf Englisch zusammengestellt. Das ist jetzt nicht der Rede wert. So, das nächste ist Events, immer jetzt, ich meine Corona, wir hoffen ja mal, dass der Herbst nicht so schlimm wird. Ich hoffe, der Herbst wird nicht so schlimm. Aber wo sind die nächsten Events? Wo kann man mich nochmal treffen? Wo kann man mein Team treffen? Wo kann man über Trading kommunizieren? Wo kann man über Network kommunizieren? Wo ist wer letzten Endes wann? Und wie komme ich an die Tickets? Einfach hier rein, auf Events klicken. Der Ticket-Link ist alles hinterlegt. Du musst nur draufdrücken und kannst, wenn du dich dafür interessierst, dieses Ticket einfach holen, kaufen, wenn du Bock hast, wenn du Zeit hast. Wenn du einfach loslegen willst, kannst du das auf diese Art und Weise machen. Was kommt jetzt noch? Das ist das, was ich eben gesagt habe. Die Dokumente sind aufgeteilt in Anfänger, Fortgeschritten, Expert und Community. Der Community-Bereich ist, glaube ich, sogar der öffentlich ist. Und der Rest ist der hinterlegt ist mit einer aktiven iGenius-Idee, der auch nur für die aktiven Kunden sein soll, je nachdem, in welchen Schwierigkeitsgrad du am Ende des Tages hast. Das haben wir jetzt schon gehabt. So, was haben wir jetzt? Hier sieht man es nochmal so ein bisschen genauer. Einfach die Explanations, nochmal die Tools, alles zusammengefasst. Dies, das, Ananas. Hier, das ist jetzt zum Beispiel eine Ansicht, wo du sehen kannst, so sieht dein Profil aus. Du hast es ein bisschen stark geschoben jetzt, aber du hast Reputationspunkte, du hast einen Rang, du hast ein Symbol, du hast eine Skala, wo du siehst, wie lange du brauchst bis zum nächsten Rang. Du siehst, seit wann du Mitglied bist, du siehst, wie viele Trading-Ideen du hast eine Beschreibungsfunktion, du siehst deine besten Analysen unten im Profil, du siehst rechts oben oder auf der rechten Seite siehst du alle Analysen, du siehst alle Bilder, du siehst alle Activities, du siehst, es gibt einen extra Newsbot, der Finanzneuigkeiten dir in Lifetime von Twitter rüberzieht und dir alles anzeigt. Du kannst alles posten, du kannst über die Filterfunktion alles dir so dann zusammenstellen, wie du es willst. Du kannst sagen, ich will nur deutsche Analysen, kannst du zum Beispiel sagen. Du kannst sagen, ich will nur deutsche Bilder, also Bilder von Deutschen letzten Endes. Du kannst sagen, du willst nur deutsche Aktivitätsbeiträge haben. Du kannst sagen, okay, du willst von allen Beiträgen haben. Du kannst sagen, ich will alle Analysen haben. Du kannst sagen, ich will nur Analysen haben von Leuten, die ich folge. Du kannst sagen, ich will nur Analysen haben von Leuten, denen ich folge, mit dem Rang ab 5. Du kannst dir diesen Feed komplett zusammengestalten, wie du das willst. Und ihr könnt jetzt glauben oder nicht glauben. Aber diese Filterfunktion ist brutal
und war brutalst anstrengend für den Programmierer, alle Hintergrundlogiken zusammenzufassen, zu verstehen, damit das letzten Endes funktioniert. Okay? Gibt es ein Maximallevel? Ja, das ist meins hier. 69. Das kann niemand erreichen. Das ist mein persönliches Level. Das darf niemand erreichen. Das wird auch niemand erreichen. Ich glaube, das Maximallevel ist 10 tatsächlich oder 11. Und das ist aber so aufgebaut, dass du schon ein Jahr, zwei Jahre lang aktiv sein musst, damit du da wirklich drankommst. Ne? Okay, gut. Weiter. Was haben wir noch? Ja, das ist das Level-System. Dazu werde ich auch gleich noch eine Folie auflegen, die dann nochmal so ein bisschen zeigt, wie du wie Punkte kriegst und wie viel und welche Level es gibt, wie die Icons aussehen und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages finde ich das cool, weil man dann auch wirklich so sagen kann, ey, geil, du bist Level 10, du musst so und so aktiv gewesen sein, du musst so und so viele Analysen verfasst haben, du musst so und so viele Beiträge verfasst haben, kommentiert haben, geliked haben, du musst ein sehr interaktiver Mensch sein, dass du dieses Level erreicht hast. Und genau mit diesen Menschen, mit diesen interaktiven Menschen will ich auch mich austauschen, weil die mir am meisten Mehrwert bringen. Also kannst du anhand des Level-Systems ganz klar erkennen, wer wie wo aktiv ist. Klar, am Anfang sind alle null, das ist noch relativ schwierig, aber nach einem halben Jahr wirst du schon sehr viele Unterschiede sehen vom Level her. Also von daher ist das eine Motivation und es wird auch zukünftig so sein, dass du anhand des Levels verschiedene Sonderfunktionen haben wirst, was wir so auf diese Art und Weise noch nicht hingekriegt haben. Kann die App auf mehr wie ein Gerät mit einem Account angemeldet bleiben, wegen Handy, Laptop, PC? Du musst dich einmal registrieren. Dieser Account ist dann, du bleibst dann auch eingeloggt. Und ich glaube, du kannst dich auch an mehreren Devices gleichzeitig anmelden. Es kann sein, dass es so ein bisschen Probleme gibt, vielleicht mit den Nachrichten. Aber du wirst auf jeden Fall dich mit mehreren Devices anmelden können. Es wird auch einen, ich glaube, das kommt sogar noch gleich. Hier, boom, Leute. Frage. Wie sage ich das anders? Wer feiert es auf einem kleinen Handy, eine ausführliche Trading-Analyse zu verfassen? Wer feiert das? Oder wer feiert das nicht? Also ich glaube, es gibt Leute, die feiern das, aber es gibt, glaube ich, auch Leute, die sagen, wie ich, ey, ich bin über 30 Jahre alt, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Wurstfinger, irgendwie kriege ich das nicht mehr so ganz genau hin. Deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben eine Desktop-Trading-Version programmiert, die mit deinem Account verbunden ist. Das heißt, du meldest dich bei diesem SK-Log an mit dem gleichen Account, wie du dich beim Handy anmeldest. Dann kannst du in diesen am PC diese Analyse verfassen und sobald die abgeschickt worden ist, hochgeladen worden ist, wird die automatisch in deinem Handy, in deinem Account, in deinem Feed angezeigt, wodurch du Punkte kriegst, wo Leute dann wieder kommentieren können, mit dir interagieren können. Das ist der Vorteil, dass du einmal sagen kannst, okay, du machst es per Handy für die ganz neuen Leute, die ganz modernen Leute oder für die älteren Leute, die sagen, ich muss mich an den PC setzen, ich brauche einen großen Screen und muss dann eine Sache verfassen. Aber das zeige ich jetzt gleich, wie das aussieht. Denn das ist eine geile Sache. Das ist eine extrem geile Sache. So, das ist jetzt nur unsere Version, bla bla bla, das ist nicht so interessant. Ja, thank you, okay, thank you, bye bye. So, worauf ich hinaus will. So, das ist SK-Log. SK-Log.me. Da meldest du dich an, nachdem du dich in der App registriert hast. Alarm ist meine E-Mail, verdammt. Dann meldest du dich da an und loggst dich ein und siehst dann deine verfassten Analysen. Okay? Und hier siehst du jetzt zum Beispiel, du kannst zum Beispiel mit der Maus drüber gehen und siehst dann kurzzeitige Vorschaubilder, damit du nochmal genau weißt, worum ging es hier überhaupt. Okay? Dann siehst du das Paar, du siehst das Datum, du siehst die Sprache, du siehst den Status, du siehst die Tags, du kannst danach suchen, du kannst hier oben die ganzen Sprachen ändern, sodass es für dich gerecht wird und du kannst dann hier, wenn du auf Neue Idee klickst, eine neue Idee verfassen. Hier unten ballerst du den Trading-View-Link rein, hier oben machst du einen Titel, Beschreibung, Währungspaar, Sprache auswählen und ein Tag. Dann klickst du auf Hochladen und kommst letzten Endes dann hier hin. Dann steht bei Status erstmal Review. Review, weil du noch 30 Minuten Zeit hast, ähnlich wie bei TradingView, deine Analyse zu bearbeiten. Okay? Wenn es dann hier uploaded steht, dann kannst du die Analyse nicht mehr bearbeiten. Warum nicht? Weil diese Analyse in die Reputationsberechnung, in die Punktberechnung mit einbezogen wird. Okay?
Das heißt, wir müssen gucken, dass überall alles angegeben wird. Wir müssen gucken, dass alles nicht mehr irgendwie gelöscht oder bearbeitet werden kann, damit ein Reputationspunkt und ein Level-System letzten Endes läuft. Das Level-System ist so aufgebaut. Könnt ihr das alle sehen? Könnt ihr das hier alle sehen? Okay, das ist das Reputationssystem, wo letzten Endes steht, okay, du hast jetzt hier 0, du startest mit Level 0 und du hast das Endlevel ist Level 10. Bei Level 10 bist du Community Legend. Moment. Und hier siehst du dann genau, okay, wie viele Punkte du brauchst. 0 bis 100, 100 bis 200, 200 bis 400, 400 bis 800, 800 bis 1600, 1600 bis 3200, 3200 bis 6400, bis zu 25.000 Punkte. 25.000 Punkte. Und dann bist du ein Community Legend. Jetzt stell dir mal vor, stell dir einfach mal vor, du hast so viel Gas gegeben, du hast so viel Mehrwert geliefert und du bist nachher eine Community Legend und da steht 10, Ranking 10, goldenes Icon, 10 Community Legend. Das ist eine Respektsache. Wenn du dann zu anderen Leuten sagst, du bist Level 10 und Community Legend, dann ist das eine Respektsache. Dann wirst du letzten Endes, ob du es willst oder nicht, wirst du es anders betrachten, du wirst es anders sehen und du wirst anders betrachtet, du wirst anders gesehen, du wirst anders angesprochen vielleicht, es werden anders, die Leute anders mit dir reden. Vielleicht wird es auch Communities geben, wo nur Level 10 Leute drin sind, okay? Und natürlich gibt es die Level 11, das sind die Educator und mein Level hier. Das sieht man hier jetzt bei Zoom leider nicht so gut, was, wo, wie viele Punkte bekommt. Man sieht hier, eine Trading-Analyse gibt 5 Punkte, Activity oder Bild gibt 3 Punkte, Kommentieren gibt 2 Punkte, ein Like gibt einen halben Punkt. Da gibt es verschiedene andere zusätzliche noch, die verschiedene andere Punkte geben. Aber es steckt ein ausgeklügeltes Reputationssystem dahinter, was dafür sorgt, um herauszufinden, wer, wie, wo, wie gut und aktiv ist. Ne? Von dem Community-Member am Anfang jeder zu einem Rising Expert, Trading Professor, Royal Trader, Community Legend. Also alles, was du eigentlich brauchst, um motiviert zu sein. So, was ich jetzt machen will, ist eigentlich mit meinem Handy. Jetzt müsst ihr mir die Daumen drücken, denn ich will eigentlich jetzt mit meinem Handy in die App reingehen und hoffe einfach mal, dass das auch alles so funktioniert. Warte mal ganz kurz. Inhalt teilen, Bildschirm, Übertragung starten. Sieht man es? Yes, sir. Ja, um die Zoom-Qualität muss ich mich jetzt entschuldigen, da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Es ist, was es eben ist. Und man sieht hier im Prinzip schon an dieser Stelle die Challenges hier oben. Du klickst hier drauf und du siehst eben genau, okay, welche Challenges gibt es, welche hast du abgeschlossen und wie viele Punkte gibt es. Du kannst hier oben auch auf Informationen klicken und kannst dann nochmal genau darüber nachlesen. Okay? Du kannst hier weitergehen und siehst dann diesen Live-TV-Bereich. Hier kannst du unterscheiden zwischen zum Beispiel Educator-Informationen. Ich will wissen, wer ist denn dieser gut aussehende Luca Gummlich überhaupt? Also klickt man drauf und zieht sich dann einfach diesen Luca Gummlich rein und sagt, okay, seit wann macht der überhaupt SK? Welche Session-Zeiten hat er? Welches Level hat er? Was sind Stärken, Schwächen, Motto? Und wie komme ich letzten Endes mit ihnen in Kontakt? Das ist die Funktion. Du kannst auch über mich lesen, wenn du das willst. Gibt es Sachen, die interessieren, gibt es Sachen, die nicht interessieren. Du kannst aber auch sagen, du gehst in den Sessionplan. Und jetzt siehst du hier zum Beispiel alle Sessions, die SK hat. Und dann sagst du zum Beispiel, hey, Dini, zack, Dini, montags 11 Uhr im Bereich SK Basic. Und dann, ich habe es extra mir die Admin-Rechte entziehen lassen, damit man nicht so die ganzen Sachen sieht, die ein Admin sieht. Weil das Design sieht dann einfach anders aus. Okay, du hast dann einfach unsere Mülltonnen, wo du löschen kannst und so weiter. Deswegen habe ich einfach mir die Admin-Rechte entziehen lassen. Und hier kannst du halt einfach direkt dann auf Play drücken. Oder der liebe Marco. Oder der Johannes. Wie sie alle heißen. Der Walz. Wie sie alle heißen. Das Schöne ist, wenn du nicht weißt, wer das ist, klickst du einfach drauf und dann kommst du auch dahin und kannst dir mal genauer anschauen, wer ist denn überhaupt dieser Walz. Okay? Jetzt kannst du auch hingehen und sagen, okay, ich will eigentlich meine Sachen filtern nach Sprachen. Ich will nur Deutsch. Also zack, bumm, sehe ich nur Deutsch. Nichts anderes. Ich brauche nicht mehr als Deutsch. Ich sehe dann Basic, Advanced, Expert. Ich sehe die Uhrzeiten, ich sehe, wer es macht. Fertig. Okay? Ich kann sagen, ich will nur als Beispiel Polnisch. Dann sehe ich nur Polnisch. Okay? Und auch da bekomme ich dann letzten Endes nur die Nachrichten, die ich auch haben will. Du kannst auch sagen, ich will alle Sessions sehen. Du kannst auch sagen, ich will nur heute sehen. Okay, was ist denn heute?
Heute Morgen 11 Uhr Dini. Um 19 Uhr hat Enrique auf Spanisch gemacht. Um 19 Uhr hat Marvin auf Arabisch gemacht. Um 20 Uhr Aytan Englisch. Aber ist, glaube ich, im Urlaub aktuell. Ich habe meine Session gemacht um 20 Uhr. Muhammad in Türkisch. Hier kannst du alles ganz genau sehen, wie du das brauchst und was du eben sehen willst am Ende des Tages. Dann kommt dieser Informationsbereich. Hier, wie gesagt, die Dokumente, die du auch letzten Endes nur sehen kannst, wenn du die ID hinterlegt hast. Du hast Anleitungen, wie du letzten Endes was ist. Du kannst da genau draufklicken. Das ist jetzt nicht so spannend, aber kann und in gewissen Situationen sehr hilfreich sein. Du kannst hier unten, du siehst unten eine Leiste, ganz links ein Häuschen, da kommst du zum Home-Button. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo drin bist, dann kannst du auch direkt sagen, ich will in den Informationsbereich. Oder ich will in den Account-Bereich, in meinen Account. Okay, klickst auf mein Profil, Konto anzeigen. Dann siehst du dein Konto, dann siehst du dein Bild, was du bearbeiten kannst, dein Namen, was du bearbeiten kannst. Du siehst die Reputationspunkte, die Ideen, seit wann du Mitglied bist. Du siehst eine Beschreibung, du siehst die vorgeschlagenen Trading-Ideen, du siehst, wie viele Likes, wie viele Leute es gesehen haben und alles drum und dran. Du kannst deine Kontoeinstellung ändern, du kannst dein Passwort ändern, du kannst deine ID hier hinterlegen, da wo bei mir jetzt 5555 steht. Dort kannst du deine iGenius-ID da letzten Endes hinterlegen. Ne? Du kannst sehen, wer mir folgt, du kannst das Bild von denen sehen, den Namen sehen, du kannst deren Rank sehen. Hier an dieser Stelle, ne, du siehst dann ja, es gibt Leute noch mit 0, es gibt schon welche mit 2, es gibt welche mit 1. Du kannst dann hier auch auf 30 klicken, kannst dann sehen, wie viele Reputationspunkte hat er, wie viele Ideen hat er veröffentlicht. Du kannst dann auf seine Analyse klicken, du kannst dann sehen, was haben die Leute letzten Endes dazu geschrieben. Du kannst dann hier überall liken, bam, 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 du kannst dazu schreiben und du kannst dann hier auch auf das nächste Bild klicken, siehst das nächste Bild. Also du kannst hier im Prinzip dich komplett wirklich gestört austoben, wie du es letzten Endes möchtest. Du kannst auch sehen, okay, welchen Leuten folgst du und so weiter und so fort. Und du kannst dann über den Crowdime-Bereich, hier siehst du es zum Beispiel, und wenn jetzt vielleicht die Tester mal so ein bisschen was reintesten oder was reinmachen, irgendwie was kommentieren, was liken und so weiter und so fort, dann sieht man auch, oder mir eine Nachricht schreiben, das wäre jetzt sehr hilfreich, dass die Leute dann auch sagen, ah, da ist das Nachrichtensymbol rot geworden, weil mir jemand geschrieben hat. Also klicke ich da drauf und sehe dann Aytan oder hier grüß dich. Aytan schreibt love you und dann kann die Leute auf Schmidt, die schreibt hallo und dann kann man hier ganz normal mit den Leuten kommunizieren. Man sieht den Rank, man sieht das Bild und allem drum und dran. Man sieht auch hier im Benachrichtigungsbereich, okay, wer folgt mir? Wer folgt mir? Wer folgt mir? Wem gefällt meine Trading-Idee? Je nachdem was, siehst du die Trading-Idee? Du siehst hier im Prinzip alles, was du sehen musst, um zu wissen, was hier wie wo passiert. Wenn jetzt jemand einen Beitrag kommentiert hat, dann kannst du da draufklicken und siehst dann, okay, bam, 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 Kommentare, kannst du wieder draufgehen und so weiter und so fort. Du kannst hier jetzt zum Beispiel sagen, du machst ein Bild, du machst ein Trading-Idee, du machst eine Aktivität, gehst auf Filter. Das ist geil. Der Filter zeigt jetzt zum Beispiel, ich will nur Sachen sehen von Leuten, die ich folge. Gut, es sind alle, die da jetzt Sachen machen, sind Leute, die ich folge. Du kannst aber sagen, ich will nur Trading-Analysen. Zack, dann siehst du nur Trading-Analysen. Hä, ist das geil? Dann siehst du nur Trading-Analysen von den Leuten. Okay? Du kannst auch sagen, ich will nur Aktivität sehen. Hier, Trader Alex, happy, Grüße an alle. Lounge Party, auf Italienisch, auf Lettisch, auf allem drum und dran. Du kannst sagen, ich will nur Neuigkeiten sehen. Da ist jetzt noch nichts drin. Aber du kannst hier so genau alles sehen, wie du das willst. Und du kannst hier über den erweiterten Filter sagen, okay, du willst alles sehen, was am beliebtesten ist. Dann gehst du zurück und siehst dann letzten Endes hier, Luca mit seinem Auto, 14 Likes, ist einer der beliebtesten Beiträge letzten Endes. Ich weiß nicht, wo Luca unterwegs ist, warum da irgendwie ein Auto im Meer ist. Ich glaube, er ist in der Türkei. Aber er hat das einfach so dann getroffen. Und dann siehst du eben alle die beliebtesten Beiträge am Ende des Tages. Ne? Hier muss ich nochmal zurückgehen. Erweiterter Filter. Und jetzt kannst du zum Beispiel sagen, ich will nur Deutsch. Oder ich will nur Deutsch und Türkisch. Oder ich will Deutsch, Türkisch und Polnisch. Dann zeigst du nur Deutsch, Türkisch und Polnisch an. Du willst sagen, okay, ich will nur nach Text suchen. Ich will nur nach Leuten, die ich folge. Ich will nur nach dem Rang Leute finden letzten Endes. Du kannst hier alles, du kannst auch nur nach Benutzer suchen, ne? Oder du klickst einfach auf Standard, dann ist alles so, wie es am Anfang war. Hier siehst du, ein paar Leute haben mir wieder geschrieben, gute App, Abdullah liebt mich. Das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Und du siehst halt alles ganz genau, wie wo was läuft. Du kannst dich komplett eskalieren und komplett durchdrehen. Wir hatten schon ganz kurz noch mein Profil, Konto, ändern, Einstellung. Hier,
Hier kannst du die App-Sprache auswählen, auch in 10 verschiedenen Sprachen. Du kannst sagen, ob du Benachrichtigungen haben willst und du kannst sagen, welche Session-Sprachen, von welchen Session-Sprachen du informiert werden willst. Von allen oder nur von Deutsch. Okay? Dann kriegst du nur deutsche Informationen, nur deutsche Push-Up-Nachrichten. Ich habe natürlich jetzt alle, weil wir am Testen waren, alle angehabt. Ich lasse jetzt auch alle an, weil ich sehen will, ob das alles so funktioniert. Wenn du Hilfe brauchst, dann schreib dem Support. Dann kannst du auch Bugs mitteilen und allem drum und dran. Du kannst hier unten direkt so rüber switchen, egal wo du hin willst, kannst du alles direkt so machen und kannst dir nochmal genau anschauen und kannst genau gucken, wie du was hier letzten Endes wie machen willst. So, das war's im Prinzip zur App-Erklärung als solches. Normalerweise müsstet ihr jetzt die App schon zumindest im App Store sehen. Ihr könnt auch schon mal gucken, ob ihr sie schon im Play Store seht. Wir haben halt schon viele Setups gemacht, Updates gemacht. Das kann jetzt alles so ein bisschen um Stunden versetzt sein, aber es sollte sowohl im Play Store als auch im App Store schon eigentlich eine gewisse Version zur Verfügung stehen, damit ihr letzten Endes das Ganze downloaden könnt. Ich bitte euch inständig, Leute, bitte, dankbar sein ist das Wichtigste auf der Welt. Ladet sie runter, bewertet sie, gibt eine Rezension, empfiehlt sie weiter, beschäftigt euch damit, nutzt CrowTime, nutzt LearnLive, nutzt den Informationsbereich. Wenn ihr Bugs seht, teilt sie uns mit und ihr werdet im Laufe der Zeit jetzt immer wieder kommende Updates feststellen, wo kleinere Dinge behoben worden sind, wo neue Features dazugekommen sind und so weiter und so fort. Es werden zukünftig, wird die University auch in der App reinkommen. Ich habe mich mit den Vertrieblern zusammengesetzt, was noch gut sein könnte, was noch fehlt. Es wird Roadmaps geben, also Art und Weise Checklisten geben. Es wird vieles dazukommen und es wird letzten Endes einfach nur noch mehr und mehr. Leute, guckt, verlinkt mich in Instagram, teilt der Welt mit, dass dieses Ding draußen ist. Und beschäftigt euch damit, es wird euer Leben bereichern, es wird euch helfen, es wird euch Spaß machen, es wird effizienter und effektiver sein. Ihr könnt damit Sachen besser duplizieren, besser vermitteln, besser Leuten zeigen. Es ist eine sehr professionelle Sache, die sehr viel Geld gekostet hat und auch kosten wird zukünftig genau gesehen. Genauso wie auch das Headquarter, was sehr viel Geld gekostet hat. Und die App wird euch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und ihr solltet da entsprechend dann das Ganze auch nutzen. Von meiner Seite aus will ich das nicht weiter in die Länge ziehen. Ich bin soweit durch. Ihr könnt euch jetzt austoben. Da bedanke mich für konstant 550 Leute, die an dem Abend jetzt dabei gesessen haben, mir zugehört haben. Ich bedanke mich bei Miguel für die warmen Worte ganz am Anfang. Ich bedanke mich auch bei meinem Programmierer, bei meinem Designer, bei meinem Team, bei den Testern, bei der Community, bei allen Menschen drumherum. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich höre nicht auf. Ich mache weiter. Das habe ich schon vor 2, 3 Jahren gesagt. Das sage ich jetzt. Und es wird nur besser, kranker und noch gestörter werden. Das kann ich euch mit der Sache heute garantieren. Vielen lieben Dank. Ich gebe ab zu Migi. Let's go, Leute. Haut nochmal eine riesengroße 1 für unseren Head of Education, unseren Master Trader, unseren Mentor Stefan Kassing rein. Unglaublich krass. Leute, macht euch keine Sorgen, wenn die App noch nicht draußen ist. Sobald wir den Link haben, werden wir den überall sharen, dass ihr den bekommt. Das kann vielleicht ein bisschen dauern, falls jemand die App schon hat. Einfach den Link hier bitte reinsharen. Zur richtigen App natürlich. Und ja, Mann, Leute, ich will auch nicht mehr viel dazu sagen, unermüdend, wie Stefan Kassing hier am Start ist. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals, als ich Stefan Kassing kennengelernt habe, ich habe davon ein anderes Trading-System gelernt. Als ich Stefan Kassing kennengelernt habe, habe ich gesagt, diesem Menschen vertraue ich. Die Resultate, das System, seine unermüdende Arbeit mit seinem Team zusammen, die er dort reinsteckt. Und glaubt mir, Leute, ihr investiert nicht in eine Firma. Es geht nicht um ein Team, es geht nicht um die Firma, sondern es geht um die Menschen, die dahinter sind. Und mit Stefan Kassing haben wir unter anderem einer der besten Trader, einer der besten Educator, einer der besten Leute, ihr habt schon den Link in dem Chat drin, einer der besten Educator, die man nur haben kann und Freund für uns alle. Deswegen, Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der App. Shared, haut es in Social Media rein, lasst alle davon wissen, benutzt es, nutzt es interaktiv, schaut darüber die Sessions an, teilt es einfach, weil es ein Zugang für viele Menschen sein wird, der einfach unglaublich gut ist, um dieses System, das Stefan Kassing System zu lernen. Wir mit Stefan Kassing, alle, die hier auf diesem Call sind,
sind committed, das Stefan-Kassing-System, das größte System, das größte Trading-System auf dieser Welt zu machen, denn diese finanzielle Bildung braucht jeder. Und an der Stelle, wenn du bereit bist, diese App jetzt für dich zu benutzen, bereit bist, das Wort da draußen zu teilen, hau eine 1 in den Chat und dann können wir, vor allem Stefan, erfolgreich und glücklich schlafen gehen, weil dann hat er hier einen sehr, sehr, sehr geilen Job gemacht. Perfekt. Ich danke euch, Leute, für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, den Respekt in dem Chat, die ganze Liebe für Stefan Kassing. Und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend und schlaf gut mit der SK-App. Drückt da nicht zu viel rum und vergesst das Schlafen nicht, Leute. Gell? Haut rein, Leute. Ciao, ciao.